Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß auch, dass ich gerne mal was in Resin drucke. Und genau aus diesem Grund schauen wir uns heute mal den Elegoo Saturn 2 an. Der ist nicht nur einfach genial, sondern hat natürlich auch ein paar Macken. Und über beides werden wir natürlich heute in diesem Video reden. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Mäckerlein. Ich bin die Maggie von Mekorama.de und wie ihr sehen könnt, war ich in den letzten Tagen und Wochen fleißig und habe einiges gedruckt, beziehungsweise genauer gesagt hat der Elegoo Saturn 2 hier neben mir gedruckt. Und das ist nicht mehr alles, das ist nur ein Bruchteil von dem, was in den letzten Wochen alles von dieser Druckplatte gepurzelt ist. Unter anderem auch einiges an Prototypen für die Passgenauigkeit von einem Projekt, was ich gerade entwickle. Und natürlich auch nochmal hier der Mandalorianer mit seinem Kind. Die Basis dazu habe ich jetzt noch nicht ganz gedruckt bekommen, da habe ich noch ein paar kleine Probleme. Und ich muss sagen, ansonsten ist der Saturn 2 eigentlich ein Biest. Man packt ihm die Druckplatte voll, wie hier mit dem Predator oder aber auch mit dem Barbaren. Startet den Druck, kommt später wieder, das Ding ist fertig, sieht top aus, muss nur noch zusammenkleben. Und damit können wir eigentlich das Video beenden, denn ja, ist gut. Okay, bis nächstes Mal. Ciao. Nein, natürlich nicht. So einfach ist es nicht, denn der Saturn 2 ist natürlich nicht nur der beste Drucker, den ich momentan im Stall habe. Er hat auch ein paar Nachteile und die werden wir jetzt mal alle hier entsprechend in diesem Video besprechen. Fangen wir erstmal bei den positiven Sachen an. Ich habe hier eine riesen Samurai-Maske, die ich damals schon bei Uncle Jesse im Video gesehen habe, oder so eine ähnliche zumindest mal. Und ich habe gesagt, ich will auch so eine haben. Bisher war der Mars, den ich da hinten stehen habe, und auch der Rocket One, den ich seit neuestem dort an der Seite stehen habe, zu klein dafür. Ja, das heißt also, der Bauraum hat zum Drucken solch einer Maske nicht ausgereicht und mit dem Saturn 2 ist es quasi, naja, first try. Also die Maske, die ihr hier seht, ist mit dem fertigen Profil wirklich der erste Druckversuch, den ich überhaupt gewagt habe. Und das muss ich sagen, ist echt beeindruckend an Leistung, denn das habe ich weder mit dem Mars noch mit dem Rocket One so in der Qualität hinbekommen. Es mag vielleicht an den Profilen liegen oder auch an meinen Skills, wie ich das Ganze im Slicer einstelle, aber da kommen wir schon mal gleich auf den Punkt. Ich habe alles, was ihr hier seht, mit dem Atlas 3D Vulkan Resin gedruckt und das auch schon im Livestream, als wir das Ganze ausgepackt haben, direkt im Stream natürlich eingestellt. Da kann man nämlich im Litchi Slicer einfach sagen, okay, ich habe hier einen Saturn 2, ich habe das Vulkan Resin und ich möchte gerne auf dem Saturn 2 mit dem Vulkan Resin das und das drucken. Den Support natürlich hinzufügen und man kann den Drucker leveln und mit Resin befüllen und losdrucken. So einfach ist es wirklich. Ich habe im Stream, glaube ich, 20 Minuten gebraucht. Das Unboxing an sich, die Bilder nochmal hier einzublenden, spare ich euch. Das Ding kommt wirklich gut verpackt hierher, ist in Schaumstoff eingepackt, in Folie eingepackt und Karton. Und ja, wenn der Paketbote es nicht irgendwie aus dem 10. Stock aus dem Fenster fallen lässt, wird das Ding wahrscheinlich bei euch auch zu Hause heil ankommen. Also da macht Elegoo einen guten Job. Und ich muss sagen, es dauert nicht lange, das Teil einzurichten. Was dann nochmal ein bisschen dauert, ist halt das Profil auf den Drucker nochmal perfekt abzustimmen. So wie ich es jetzt über die letzten Wochen getan habe, von Druck zu Druck, habe ich immer nochmal ein bisschen das Profil besser eingestellt. Das heißt, die Belichtungszeit angepasst und die Geschwindigkeit, mit der Drucker halt entsprechend hoch und runter fährt. Das ist es eigentlich schon, ja. Das Profil, was ich im Litchi Slicer gefunden habe für das Vulkan Resin mit dem Saturn 2, war schon ziemlich gut. Ich habe jetzt nochmal in Bezug auf die Passgenauigkeit nochmal angepasst. Die war natürlich, da habe ich mir ein kleines Objekt ausgesucht, was ich für einen Kunden drucken wollte. Da habe ich genau gewusst, okay, das Objekt ist 2,5 mm dick und ich habe das so lange getunt, bis die Dicke dann entsprechend gepasst hat. Natürlich habe ich auch jede Menge Amara Labs Teststätte gedruckt und natürlich auch die Cones of Calibration gedruckt, damit das Ganze auch wirklich schön fein getuned ist. Und erst als ich dort dann zufrieden war, habe ich dann weiter diese großen Figuren gedruckt. Und ich muss sagen, es hat, glaube ich, 3-4 Testdrucke gebraucht, bis das Ganze wirklich so rausgekommen ist, wie ich mir es vorgestellt habe. Und da war das Profil dann, finde ich, für meine Bedürfnisse schon optimal getuned. Beim Rocket One bin ich momentan leider Gottes immer noch nicht so weit. Der Rocket One ist nämlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich nochmal ein paar graue Haare mehr bekommen habe, aber das werden wir uns nochmal in einem dedizierten Video anschauen. Da gibt es nämlich einiges an Gesprächsbedarf. Machen wir erstmal beim nächsten Punkt vom Elegoo Saturn 2 weiter, nämlich der Auflösung. Die ist, finde ich, ziemlich genial, denn mit einem Druckvolumen von 219 x 124 x 250
mm und einer Auflösung von 7680x4320 kommen wir sage und schreibe auf eine XY-Resolution von 28,5 Micron. Das ist fast halb so viel wie sein Vorgänger, der Elegoo Saturn, und liegt im Mittelfeld zwischen dem Elegoo Mars 3 und dem Sonic Mighty Mini 8K. Das ist wirklich schon beeindruckend und ich muss ganz ehrlich sagen, in den Videos, die ich mir auf YouTube angeguckt habe, ja, ich weiß, da gibt es natürlich immer wieder Toleranzen, die man einberechnen muss wegen der Auflösung vom Video, aber ich konnte soweit erstmal keine Unterschiede von den Figuren feststellen. Das haben auch einige andere YouTuber gesagt, die beide Geräte da haben. Ich habe jetzt ein Mini 8K leider nicht da. Ich würde ihn gerne mal testen, aber momentan fokussiere ich mich erstmal auf den Saturn 2 und den Rocket One. Da bin ich erstmal genug beschäftigt. Das Druckvolumen ist auch natürlich ein großer Punkt, wo ich sagen muss, das Teil ist echt gewaltig. Von der Größe her ist er ungefähr nochmal um die Hälfte größer wie der Mars, den ich dort hinten stehen habe. Also die erste Generation an Mars, da habe ich damals bei My Mini Factory entsprechend die Special Edition bestellt. Und er ist fast genauso groß wie der Rocket One. Und der Rocket One hat ungefähr die gleiche Druckgröße wie der Mars damals. Das bedeutet also, vom Formfaktor her ist das echt ein Biest. Also ihr habt im Livestream bestimmt schon mitbekommen, wenn ihr den verfolgt habt, dass ich Probleme hatte, wenn ich hier oben den Deckel abgehoben habe, dass ich dann teilweise mit der Dachschräge, wo ich den zuerst hingestellt habe, meine Probleme hatte, um das Ganze dann abzunehmen. Das hat aber auch einige Vorteile, nämlich, dass ich so eine schicke Samurai-Maske wie diese hier in einem Stück drucken kann. Das gleiche gilt ungefähr für diese Figuren hier. Wie ich eben schon gesagt habe, ich habe den Barbaren hier oder auch den Predator oder auch den Moon Knight, den Mandalorianer, eigentlich alle Teile von denen immer in einem Druck auf die Druckplatte gepackt, habe die vollgepackt, habe dann nochmal Kleinigkeiten wie das hier mit diesem... Na, die Gewinde funktionieren noch nicht ganz. Da muss ich nochmal das mit der größeren Toleranz drucken. Aber nochmal sowas wie das hier noch mit dazu gepackt, damit das Druckbett wirklich komplett proppevoll ist. Und das Ergebnis war, dass ich dann nach ein paar Stunden zurückkam und der Druck fertig war. Ich konnte den Druck abräumen, säubern, aushärten und zusammenkleben. Und die Ergebnisse seht ihr hier vor mir stehen. Ich blende euch nochmal ein bisschen B-Roll ein, denn ich finde die echt genial. Die sind wirklich gut rausgekommen, die Figuren. Und müssen jetzt demnächst nur noch bemalt werden und sind dann wirklich fix und fertig zum Drapieren irgendwo hier im Studio. Also es macht richtig Spaß mit dem Drucker. Es ist schon fast langweilig, wie schnell der Drucker eingerichtet und druckbereit ist im Vergleich zu anderen Druckern, die ich schon hatte. Muss ich sagen, finde ich richtig gut. Für den nächsten Punkt muss ich mal hier ganz vorsichtig die Haube abnehmen, ohne ans Mikrofon zu kommen. Und da kommt natürlich zum einen erstmal die Druckplatte zum Vorschein, die, wie ich finde, echt einfach zu justieren ist. Dann haben wir natürlich hier auf der rechten Seite bzw. auf der linken Seite einen Kohlefilter, den man über USB lädt. Und ich zeige es euch jetzt nicht, weil der bröselt dahin. Da ist einfach eine Aktivkohlefilterkartusche drin. Und die kann man mit der Zeit austauschen. Und die wird hier vorne über einen USB-Anschluss betrieben. Ist also ganz cool gelöst. Und für diejenigen, die sagen, okay, sie wollen gerne das Ganze nicht über so einen internen Filter regeln, sondern über ein externes Absaugsystem, hat sich Elegoo auch was einfallen lassen. Nämlich hier hinten an der Rückseite kann man so eine Kappe abschrauben. Und ich habe mir dafür natürlich auch schon mal was überlegt, beziehungsweise ich habe einen Teil auf Printables gefunden, was ich ein bisschen modifiziert habe. Sobald der Prototyp funktioniert, ihr seht, es passt noch nicht ganz, werde ich euch die Datei natürlich auch unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich werde nochmal ein Short-Video darüber drehen und euch das dann zeigen und dann dort den Link in die Videobeschreibung packen. Kommt auf jeden Fall. Bin ich dran, habe ich auf jeden Fall riesen Bock dran, denn ich möchte gerne alle Drucker, die ich hier habe, auf die gleiche Weise entsprechend absaugen, damit der ganze Dampf aus allen Druckern gleichzeitig rausgesogen wird. Bei der Display-Schutzfolie, ob da jetzt eine drauf ist oder nicht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe einige Videos gesehen, da war es der Fall, bei anderen wiederum nicht. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich müsste dafür hier die Dichtung abmachen. Ich konnte jetzt nirgendwo nachlesen, ob da wirklich noch eine Display-Schutzfolie drauf ist. Ich behaupte einfach mal, ich bin jetzt gutgläubig und sage ja. Warum macht man sowas drauf? Ganz einfach, damit man, wenn man ein bisschen Resin daneben tropft, nicht gleich das ganze Display tauschen muss, wenn es ausgehärtet ist, sondern einfach nur die Folie.
und dann eine neue drauf packen kann. Oder wenn es so passiert wie bei meinem Elgo Mars damals, dass dann die Druckplatte vielleicht mal einen Abgang macht und drauf knallt. Ich meine, den Fehler werde ich jetzt hoffentlich nicht nochmal machen. Aber dass man dann höchstens vielleicht die Folie kaputt hat, also dieses Glas, was drauf ist, statt halt das Display, und dass es dann einfacher zu tauschen ist. Finde ich echt eine geniale Idee, und falls da keine drauf ist, werde ich auf jeden Fall nochmal eine besorgen. Dann gibt es noch so eine schicke Kiste mit Zubehör dazu. Natürlich das Netzteil, klar, ist auch noch mit dabei. Und ansonsten sind hier drin einfach Sachen wie zum Beispiel mal eine Spachtel. Das ist jetzt eine neue, weil die erste habe ich direkt kaputt bekommen. Ein paar ordentliche Handschuhe. Ein paar Papierfilter, die ich damals ganz cool fand am Anfang, aber mittlerweile sage, okay, dafür habe ich inzwischen einen schönen Metallfilter gefunden. Da werde ich euch auch gleich nochmal ein bisschen B-Roll einblenden, wie das Ganze aussieht. Zudem die altbekannte Knipex aus China. Eine Metallspachtel, die ich jetzt auf dem Druckbett, wenn ihr keine Flexbait benutzt, so nicht verwenden würde, weil es verkratzt euch echt schnell die wirklich gute Druckplatte. Das muss ich sagen, die Druckplatte von Elegoo, die Beschichtung auf der Unterseite ist wirklich gut und hat eine hervorragende Haftung. Ich habe jetzt aber gesagt, okay, weil die Haftung mir manchmal ein bisschen zu gut ist und ich, wie gesagt, schon so eine Spachtel über den Jordan geschickt habe, möchte ich gerne irgendwie ein Flex-System haben, wie ich es beim Mars auch habe, damit einfach die Drucke abpoppen können, genau wie bei den FDM-Druckern auch. Und dann kriegt ihr natürlich nochmal zwei von diesen standardmedizinischen Masken mitgeliefert, wo ich echt sage, okay, beim Elegoo Mars damals, bei der ersten Generation, da waren halt noch ordentliche Masken dabei mit einem richtig schönen Filter vorne drin. Das hier sind jetzt einfach nur noch so, naja, diese Standardmasken, die man aus der Corona-Zeit kennt, muss man nicht unbedingt haben, sind jetzt nicht mehr wirklich so der Mehrwert. Ich finde auch die Filter nicht so viel von dem Geruch und allem drum und dran raus, wie es, ja, wie es nötig wäre. Dafür hat man auch eigentlich mittlerweile den Aktivkohlefilter und von daher, ja. Wenn wir schon gerade über die Flexblade geredet haben, bleiben wir doch gleich mal beim Thema Zubehör. Wie ich eben schon erwähnt habe, habe ich mir natürlich ein paar neue Spachteln besorgt, weil ich natürlich so deppert war und die erste Spachtel, die mit im Lieferumfang dabei war, direkt kaputt gemacht habe. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Kriegt ihr, glaube ich, im 10er-Pack für 6-7 €, ist also nicht allzu teuer. Der nächste Punkt, logisch habe ich gerade erwähnt, ist die Flexblade, die man hier unten mit einer Magnetplatte, genau wie beim FDM-Druck, entsprechend montieren kann. Das Ganze muss bei mir jetzt nochmal bis morgen aushärten, insgesamt 72 Stunden, damit der Kleber auch ordentlich aushärtet und dann nicht die ganze Druckplatte mit der Magnetfolie irgendwann im Resin-Bett liegt. Und wenn wir gerade über das Bett reden, kann ich euch nur empfehlen, natürlich nochmal ein paar FAP-Folien bzw. PFA-Folien, wie sie mittlerweile genannt werden, zu kaufen. Bei mir hat es nicht lange gedauert und ich war so deppert und habe mit der Spachtel dann direkt fast ein Loch in die Folie reingemacht, beziehungsweise sie war verknittert. Beim Bekannten von mir, der hat die direkt pauschal von Beginn an ausgetauscht, weil er gemeint hat, okay, die war von Werk ab zu stark gespannt. Ich kann es euch nur ans Herz legen, bestellt euch einfach mal zwei, damit ihr welche vorrätig habt. Und damit das Ganze richtig bespannt werden kann, ich habe schon mal ein Kurzvideo gezeigt, müsst ihr euch einfach nur aus der Verpackung, in der der Elegoo Saturn geliefert worden ist, einfach nur so ein Stück Schaumstoff ausschneiden, die unter die FAP-Folie legen, wenn ihr die wieder reinschraubt, und schon passt das Ganze wieder. So habe ich zum Beispiel mal die von dem Resin-Wet, was ich gerade hier vor mir stehen habe, ausgetauscht, und die funktioniert immer noch wunderbar. Mit der drucke ich jetzt wirklich seit 2-3 Wochen. Das nächste, was ich mir an Zubehör gedruckt habe, wo ich gerade dran am Arbeiten bin, habe ich eben schon mal erwähnt. Das ist diese schicke Halterung, die passt hier hinten genau auf die Haube des Saturn 2 drauf. Da kann man noch einen Lüfter dazwischen schrauben und hier entsprechend über Magnete dann dieses Teil dran packen. Das heißt, also, wenn man die Haube abnimmt, muss man nicht jedes Mal das Teil abschrauben. Ist ziemlich praktisch, muss ich sagen. Das Einzige, was ich jetzt noch verbaselt habe, ist mein Remix, den ich gebaut habe, dass nämlich die Litze hier vorne ein bisschen zu groß ist für diesen Schlauch. Den könnt ihr ganz einfach für 10 € im Baumarkt kaufen. Und dann könnt ihr das Ganze statt mit so einem Filter nach außen ableiten, sei es durch ein Fenster oder ihr habt vielleicht irgendwo einen Anschluss von der Klimaanlage oder für den Staubsauger, dann könnt ihr das Ganze einfach anschließen. Ist wirklich ganz einfach gemacht, hat mich, glaube ich, in Fusion 360 5 Minuten gekostet, um das Ganze zu designen. Wenn ihr da eine spezielle Größe habt und nicht weiter wisst, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ich helfe euch da gerne weiter, entsprechend das Ganze zu designen. Dann könnt ihr es selbst zu Hause bei euch ausdrucken und das Ganze dann an euer System anschließen.
Was ich mir natürlich auch noch drucken werde, damit ich zum Beispiel mal, wenn ich jetzt, wie jetzt gerade hier, das Resin aus dem Wett raus haben möchte, werde ich mir nochmal, habe ich jetzt schon in mehreren Videos von anderen YouTubern gesehen und natürlich auch auf Printables das ein oder andere Thing dazu gesehen, eine Haltevorrichtung, wo ich das Ganze einfach einklemmen kann und dann ganz gemütlich mit beiden Händen arbeiten kann, statt mit einer Hand das Ganze immer hochzuhalten, verkrampft und das dann rauszuspülen. Das ist natürlich dann nicht unbedingt so angenehm zu arbeiten. Ist aber auch auf jeden Fall ein Zubehör, was ich mir noch in den nächsten Tagen drucken werde. Bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen, weil ich erstmal damit beschäftigt war, die ganzen Figuren zu drucken. Der Saturn 2 hat natürlich nicht nur positive Seiten, sondern auch ein paar klitzekleine negative Seiten. Und das ist, ich zitiere aus den Kommentaren unter den letzten Videos, jammern auf hohem Niveau. Nehmt es also nicht immer hundertprozentig so ernst. Fangen wir aber erstmal an mit dem Lüfter. Wenn ihr den Drucker einschaltet, bläst er euch direkt um die Ohren und er hat eine ganz ordentliche Lautstärke. Im Vergleich zum Rocket One ist das nochmal ein Ticken lauter, finde ich zumindest mal. Und ich frage mich, warum der Drucker im Leerlauf dann unbedingt immer auf Volllast irgendwie den Lüfter laufen lassen muss. Ich würde mir wünschen, dass wenn die UV-Einheit oder der Prozessor nicht voll ausgelastet sind oder eine gewisse Temperatur erreicht haben, dass der Lüfter komplett ausgeschaltet wäre. Vielleicht wird Elegoo das zum Zeitpunkt, wo du das Video schaust, mit einem Software-Update nachregeln. Ich weiß es noch nicht. Bis jetzt ist noch kein Update draußen. Schau auf jeden Fall mal auf der Webseite nach, ob das inzwischen passiert ist. Es gibt auf jeden Fall den einen oder anderen YouTuber, der sich auch über sowas beschwert hat. Das macht schon ordentlich Lärm, das Teil, wenn es im Leerlauf ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es ansonsten ein schönes Gerät ist. Der zweite Punkt befindet sich an der Seite und im Vergleich zum Mars haben sie es geschafft, den USB-Port von hinten hier rüber zu packen. Und ich frage mich, warum sie es nicht geschafft haben, den Weg bis ganz nach vorne zu gehen und den USB-Port einfach ergonomisch ganz vorne an die Front zu packen. Klar, das sieht vielleicht ästhetisch nicht so schön aus, würde ich mir aber wünschen, denn zum einen habe ich natürlich hier hinten das Problem, wenn ich den USB-Stick hier hinten nicht in der richtigen Position habe, dass ich dann erstmal ein, zwei Versuche brauche, bis ich den Stick drin habe. Und zum anderen, wenn die Drucker dicht an dicht stehen, kann es natürlich auch sein, dass das ein bisschen von Nachteil ist und man diesen Drucker nur an eine bestimmte Position ganz links außen entsprechend stellen kann. Das nervt natürlich ein bisschen rum. Der nächste Punkt hat mit der Haube zu tun und die ist, naja, wie ihr schon gesehen habt, ziemlich groß. Und beim Elegoo Mars sage ich, okay, da ist es noch vertretbar von der Größe her, dass man so eine Haube halt drüber zieht. Beim Saturn 2 finde ich das schon ein bisschen heavy. Jetzt nicht vom Gewicht her, aber halt von der Handhabbarkeit her. Weil man muss natürlich rechnen, dass der Drucker dann auf einmal nochmal um die gleiche Größe wie die Z-Achse entsprechend groß ist, nochmal größer wird. Und das kann an Flächen, wo man nicht den Platz hat, wie bei mir jetzt hier mit einer Dachschräge, schon zum Problem werden. Ich habe jetzt da hinten einen Platz gefunden, wo das gerade so funktioniert. Bei den FDM-Druckern wie beim Voron zum Beispiel habe ich eine schicke, schöne Tür, wo ich das vorne aufmachen kann. Beim Rocket One Gott sei Dank auch. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da Elegoo vielleicht bei den zukünftigen Generationen, wenn die Teile noch größer werden, einfach auf diese Haubenfunktionalität verzichtet. Klar, man kann sich hier zum Beispiel mit dem externen Abluftsystem halt behelfen, indem man das Ganze magnetisch macht, dass das Ganze halt dann abnehmbar ist, wenn man die Haube abnimmt. Aber der Weisheit letzter Schluss ist das, finde ich, auch nicht. Beim Jupiter hat man es geschafft, entsprechend zwar eine schöne Tür vorne reinzupacken. Das finde ich super. Warum dann nicht auch bei einem Saturn 2? Der ist schon ordentlich groß für so eine Haube. Und das würde ich mir echt wünschen. Der zweite Punkt, der an der Haube stört, ist einfach, wenn man hier vorne nochmal das Druckbett hat. Hier vorne der Abstand zwischen Kante und Druckbett ist echt klein. Das heißt, wenn das hier oben irgendwo hängt, dann kann es schon mal passieren, dass man mit der Haube an das Druckbett kommt und direkt an der Innenseite von der Haube Resin hat. Und wenn man das nicht schnell genug wegmacht, hat man dann nochmal so richtig schön hässliche Tupfer entsprechend innen an der Seite. Das muss auch nicht unbedingt sein. Bleiben wir gerade beim Druckbett und bei den Resin, was da runter tropft, nämlich das Verhältnis von dem Resin-Wett zum Druckbett. Und das ist ziemlich klein. Das heißt also, das Resin-Wett ist nicht wirklich viel größer als das Druckbett. Und so habe ich immer irgendwie ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich das Druckbett abmache, dass dann irgendwie, wenn ich es abnehme, ein paar Resin-Tropfen außerhalb irgendwo hin tropfen. Vielleicht sogar außerhalb von dem Drucker, also unten auf die Platte, auf der der Drucker steht. Und das finde ich ziemlich schade. Das ist beim Mars deutlich besser gelöst, den ich da drüben noch stehen habe. Da hat man noch mal ein bisschen mehr Spiel, auch vor allen Dingen im Wett. Das heißt also, das Resin, was abtropft, tropft auf jeden Fall beim Mars
Maß in das Druckbett rein, in den Tank unten rein. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das ohnehin schon große Wett hier vielleicht noch ein bisschen größer werden würde, damit man dort noch die Tropfen, die da runterfallen, entsprechend ein bisschen besser auffangen kann. Das ist nervig, vor allen Dingen, weil man dann gerade immer schnell arbeiten muss mit so einem großen Teil, da stößt man hier gerne mal an den Arm und das ist wirklich ein bisschen nervig. Wie gesagt, es sind Kleinigkeiten, es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Es ist mir nur so aufgefallen, was den Workflow mit dem Drucker vielleicht ein bisschen einfacher machen würde. Das war soweit mein Feedback, mein Review zum Saturn 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare gerne schreiben, was ihr von dem Drucker haltet, falls ihr den habt, ob ihr euch den gerne kaufen möchtet. Kosten tut der momentan auf der Webseite $560, wenn man ihn in die EU bestellen möchte. Das ist ungefähr vom Preisverhältnis das, was man auch auf Amazon bezahlt. Links zu den ganzen Produkten, auch zum Drucker, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr der Makorama Family beitretet. Vielen Dank auch an meine Patreonen, denn ohne die würden solche Projekte wie das hier und auch die ganzen Figuren hier nicht möglich sein. Vielen Dank also an Marco, Thomas, Erik, Norbert, Berkan und Sato und natürlich auch Nicola. In diesem Sinne, hold the line, happy printing und ciao. Like you know how this goes.